Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Montag, den 2. September. Also wir machen keine Wochenenergie. Wenn ihr das seht, habe ich wahrscheinlich alle September-Sternzeichen schon oben. Und ich mache es in Zukunft immer so, immer wenn ich an dem Wochenende, wo ich die Sternzeichen mache, mache ich keine Wochenenergie, weil mir das einfach zu viel wird. So viel Zeit habe ich nicht, so viel Ausdauer habe ich nicht. Das war gestern sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Ja, also es hat zwar Spaß gemacht, aber es war einfach zu lang. Und da ich heute Vormittag schon weg war und jetzt dann gleich wieder weg muss und darum die Tagesenergie schnell reinschiebe, hätte ich es heute nicht machen können. Also musste ich es gestern alles machen. Und das ist ein bisschen zu viel. Also machen wir für den Montag die Tagesenergie und schauen, was wir kriegen. Wir haben Erwartungen und wir erkennen unsere Berufung und Fremdes, Unbekanntes. Fremde, unbekannte Erwartungen. Wir erkennen unsere Berufung. Wir erkennen vielleicht eine neue Berufung, die uns bis jetzt, ja, sagen wir mal, unbekannt war, die neu zu uns kommt. Aber das werden wir uns nochmal alles noch genauer anschauen. Die Erwartungen. Ja, da ist der Vater drin. Also an uns werden Erwartungen gestellt. Ist ganz logisch, die Familie hat immer Erwartungen. Ist egal, wie alt du wirst und noch einen Vater oder eine Mutter hast, wirst du immer das Kind bleiben und da werden immer Erwartungen da sein. Du hast Erwartungen an deinem Kind und so weiter. Und dir ist aber bewusst, dass du eine Berufung machen möchtest oder dem Vater ist es vielleicht auch bewusst, das werden wir jetzt gleich sehen. Du erkennst den Partner. Was hat denn das alles mit deiner Berufung zu tun? Mal gucken. Und der Fremde ist das Kollektiv. Tja. Okay, also wir haben hier verschiedene Szenarien. Wir haben hier, dass wir erkennen, dass unser Partner auch unser Vater, unserer Mutter entspricht. Das ist aber ganz normal, das ist ganz logisch. Also erlebt man immer wieder, dass der eigene Partner, wenn du einen Mann als Partner hast, dem des Vaters irgendwo entspricht und die Partnerin, wenn du Mann bist oder eine Partnerin als Frau hast, die der Mutter der Partnerin entspricht. Das ist eigentlich normal, aber jetzt fangen wir an zu erkennen. Und darum, glaube ich, wollen wir uns besser kennenlernen. Ich glaube, um das geht es. Eine bewusste Berufung zu finden, die uns entspricht und nicht unseren Erziehungen, unseren Erwartungshaltungen von Eltern, von Schule, von Lehrern. Ja. Mutter unveränderbar, Angst und wir selber. Ja, also hier schon mal sind sehr viele Personen, die uns nahe stehen und ja, wir oben, wir liegen selber oben drüber, das ist uns morgen also ganz wichtig, bewusst unsere Berufung zu wählen, aber wir müssen erkennen, wer sind wir denn selber. Ich vermute mal, dass wir uns selber ein wenig fremd sind, wenn wir da genau hineinschauen, wenn wir dann sagen, wer bin ich denn wirklich, wer bin ich denn? Ohne Erziehung, ohne Glaubenssätze von außen, ohne Schule, ohne Pfarrer, ohne keine Ahnung was, sondern nur ich selber, wenn ich selber bin, was wäre ich denn oder wie wäre ich denn? Also hier ist Mutter, Vater drin, das wird uns bewusst und deine Berufung ist natürlich etwas, was du spürst, etwas, was du gerne tust, wo du dich schon immer interessiert hast und so weiter. Natürlich, aber ganz viele Menschen sind sehr verschoben, in dem Sinn, dass sie gar nicht merken, dass sie nicht ihr eigenes Leben leben. Hier kommt eine Angst auf, dass ich vielleicht einiges verkehrt gemacht habe in meinem Leben. Und das ist eine kollektive Angst, das heißt, die kommt auch ins Feld. Also da denken jetzt mehr Menschen drüber nach, wer bin ich?
Hier ist auch noch Szenario drin, dass der Partner vielleicht, ich erkenne, der Partner fühlt sich auch zu anderen Menschen hingezogen und ich habe dann Angst, dass er mir verschütt geht oder so. Auch, ja, ist auch drin. Aber das große Gros ist hier wirklich, erkenne dich selber. Inwieweit entspricht dein Partner deiner Familie, deinen Erwartungen oder den Erwartungen von den Eltern? Das ist ja, also ganz hier bewusst, ich habe hier Eltern und was bin ich selber oder was ist meine eigene Erwartung oder die Erwartung von den Eltern? Was, also das ist jetzt hier ganz groß drin, über das wir dann jetzt anfangen nachzudenken, das Kollektiv liegt drin und das heißt auch, da werden mehr Menschen drüber nachdenken. Inwieweit das dann geht, werden wir sehen, aber diese Energie ist morgen aktuell. Okay. Weltlich zu Ende. Wir machen es hier energetisch. Und da mag ich jetzt erstmal reinschauen. Ich brauche die Energie vom 2. September, einen wunderschönen Montag. Ja, ich höre das Gras wachsen. Also ich sehe Gras aus der Perspektive eines Leguans ungefähr die Größe. Also ich sehe das Gras, bin ich ganz klein, bin aber auch nicht groß. Ich sehe das Gras wachsen in verschiedenen Größen. Also ich sehe die einzelnen Halme. Das würde ich sagen, jetzt ganz spontan, das ist das Kollektiv. Jeder ist woanders. Jeder hat verschiedene Größe, verschiedene Dichte und so weiter. Also jeder ist woanders. Und du fängst an, auch deine Umgebung anzusehen. Okay, das schwenkt jetzt gerade. Ich sehe jetzt dann das Gras von oben als große Fläche. Ah, okay. Also wir sind eine große Fläche. Wir sind ganz viele Menschen, das Kollektiv. Und trotzdem ist jeder anders. Jeder einzelne Grashalm ist anders. Keiner gleicht dem anderen. Keiner ist gleich groß. Jetzt kann ich dann eine Szene bitte haben, die mir dann sagt, wie sich das bei uns im Leben entwickeln könnte oder was da passiert? Wir fangen an zu hinterfragen. Also mein Manschkal, was da immer rumläuft, schaut andere Menschen an, kriegt ein Fragezeichen in den Kopf. Ist der Mensch wirklich das, was er zu sein scheint? Ja, es kommt erst, du fängst mal erst an, andere zu hinterfragen. Und später dann erst dich. Also du wirst erstmal nach, nein, die meisten, viele, werden erstmal nach außen produzieren. Ist der denn das, was er wirklich vorgibt zu sein? Ist der wirklich so? Und im Zuge dessen kommst du dann auf dich selber. Bist du denn wirklich so? Ah, okay, wenn man ganz spirituell reingeht, das war jetzt meine gedankliche Frage. Ist es auch so? Ist das, was du spirituell machst, wirklich das, was du als Berufung machen solltest? Oder gibt es da noch mehr Facetten, noch mehr, noch andere Wege, noch etwas, was dir leichter fallen würde, was besser wäre? Das ist so, ich sehe jetzt so einen Tunnelblick, so betriebsblind nennt man das. Also ich mache das jetzt schon so lange und sehe bloß noch das, was ich seit ewigen Zeiten mache. Ich sehe nichts anderes mehr. Das ist mein Weg und den gehe ich, obwohl es viele, 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 viele neue Wege davon wären. Also wir hinterfragen auch spirituell, ist es denn, ist das alles? Gibt es noch mehr? Bin ich authentisch? Bin ich wirklich das? Lebe ich das? Kann ich, wo, in welche Richtung kann ich mich mehr entwickeln? Ja, ich höre, es gibt noch so viel mehr, was keiner von uns auf dem Schirm hat, keiner von uns weiß. Und ganz viele, und das ist ja wahrscheinlich auch menschlich von uns, auch die ganz Spirituellen, haben ihren Weg. Das ist, kannst du vergleichen, du bist in deinem Beruf richtig gut. Und du, ist egal, was für ein Beruf das ist. Und du machst das, was du wirklich gut kannst, wirst du auch weiterentwickeln. Es gibt Sachen, die du vielleicht
weggibst, dass andere machen, die das viel besser können. Du selber schaust nicht mehr hinein, ob du das selber könntest. Also diese ganzen Seitenwegen sehen wir nicht mehr an, weil wir unseren Weg haben. Und auch das soll hinterfragt werden. Hier liegt unveränderbar, denn nichts ist unveränderbar. Es scheint so zu sein. Wir liegen ja hier oben drauf. Es scheint, dass uns bewusst wird, wir sind wie unsere Eltern, wir sind erzogen und das ziehen wir mit. Wir haben unsere Glaubenssätze, die im Laufe des Lebens entstanden sind. Scheint so zu sein, ja, wir können nichts ändern, wir sind so. Und das eben stimmt nicht. Wir sind viel, 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 viel mehr. Und das gilt es jetzt zu erkennen. Und das geht es hier eigentlich. Zu erkennen, wer wir wirklich selber sind. Tief in uns drin, ohne Erziehung, ohne Beschreibungen, ohne Partner, ohne Einfluss von außen auf uns. Das heißt es hier. Okay, eine Energie, die jetzt beginnt, weil es war gleich am Anfang, du hörst das Gras wachsen, das heißt, es wächst jetzt. Also dieses Gras wächst, wir wachsen und wir fangen an, neue Perspektiven zu sehen. Ich schätze mal, dass das eine langsamere Entwicklung ist. Ein Gras wächst ja nicht so schnell. Wenn man es jetzt vergleicht, Gras fängt im Frühjahr an und irgendwann im Sommer kann man es dann mähen, weil es dann hoch genug ist. Also das ganz hohe und dann Blumen blühen und so weiter. Das heißt, wir brauchen hier Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, bis wir das in unserem Bereich das sehen, was wir sehen könnten. Das ist noch lange nicht alles, aber es ist eine Entwicklung, die angestoßen wird, dich selbst zu hinterfragen. Und das ist gut so. Okay, wirkt sie natürlich dann auf Leben auf. Hoppala, du siehst das ja selber. Hier fangen auch sich die Menschen im Leben an zu hinterfragen. Erst den anderen, dann sich selber. Ist das alles so richtig? Und logisch, es kommt diese Entwicklung jetzt. Muss ja kommen, weil sonst wird sich ja nichts ändern. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Montag und wir sehen uns morgen wieder. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht. Es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen. Das ist die Schachtel von mir. Dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen
machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.